heute Abend ist der traditionelle Abend des Olympiastützpunktes, Olympic Barbecue. Für uns immer sehr schön in Kooperation mit dem Estrell, in einer lockeren Atmosphäre, mit wichtigen Unterstützern, dem Senat, der Schulverwaltung, unseren Sportlern natürlich zusammenzukommen und in einer entspannten Atmosphäre, Barbecue-Atmosphäre, das Jahr passieren zu lassen. Und heute war dann, wie wir das immer vor den Olympischen Spielen haben, dann auch so der Auftakt für unsere Olympiakampagne in Richtung Tokio. Ja, es ist eine sehr langwierige Vorbereitung auf Olympia. Ne? Das macht man nicht mal von heute auf morgen, sondern bei Olympia sind immer alle topfit. Das heißt, man muss auch selber seine Arbeit sehr, sehr gut gemacht haben. Und somit ist das ein sehr, sehr langwieriger Prozess, den man ja, gehen muss, um da einfach seine Topleistung abzurufen. Jetzt so nicht mal ein Jahr davor ist natürlich extrem präsent. Das ist das Ziel, wo man hin will. Und dementsprechend ist das auch über allem. Tokio ist auf jeden Fall gerade im Trainingsplan. Ist schon präsent, weil wir ja auch schon vor anderthalb Monaten da waren zum Testevent. Deswegen haben wir da auch schon so ein bisschen geschnuppert, wie es aussieht, wie das Flair wird und wie die Leute sind. Und also unsere Vorfreude ist schon sehr groß. Ich glaube, diese Olympischen Spiele in Tokio werden hammermäßig. Klar, auf der einen Seite ist natürlich so Erfolg so eine gewisse Droge. Ja. Ich bin da gewisse süchtig danach. Aber Olympia ist auch einfach extrem geil, da will man einfach dabei sein. Und wenn man die Chance nochmal hat, ist das, glaube ich, einfach ja, das Maximale, was man da mal rausholen kann.